Honor hat mal wieder ein schickes neues Smartphone in der Pipeline und das schauen wir uns ohne weitere Umschweife an. Der Hersteller nimmt viel von seinem Honor 8 Feeling und transportiert es in ein großes Smartphone, das sich einfach eins in der Hand anfühlt. Gut! Ich liebe das Blau der mir vorliegenden Version. Einige negative Dinge wurden zwar auch übernommen, wie der Fingerprint auf der Rückseite, dafür macht Honor sonst vieles bis alles richtig. Und das fängt bei der Größe des Gerätes an. Das Honor Smartphone schafft einen wundervollen Spagat. Auch wenn es mit seinen 5,7 Zoll einen größeren Bildschirm als das iPhone 6s Plus sein eigen nennt, liegt es direkt deutlich besser in der Hand. Und hier hört das Display nicht auf zu überraschen. Der 2K-Screen ist einfach wunderschön. Ob draußen oder drin, ich kann mich gar nicht satt genug an den Farben des Displays sehen. Selbst wenn ich mit anderen AMOLED-Geräten wie dem OnePlus 3T unterwegs bin, schaue ich deutlich lieber auf den Honor-Screen. Das Display reagiert zügig auf meine Eingaben und die Blickwinkel sind 1A. Draußen lässt sich das Gerät auch sehr gut nutzen, selbst bei dem aktuellen Sonnenschein. Die Videoaufnahmen können das leider nicht zu 100% einfangen. Mit der Ohrmuschel und dem Mikrofon bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Bei der Preisklasse hätte man aber vielleicht einen Stereo-Speaker in die Ohrmuschel und an den Boden des Gerätes bauen können. Immerhin, der Lautsprecher sitzt rechts und man verdeckt ihn nicht so leicht. Den Speaker hören wir uns mal zusammen an. Trotz USB-C-Anschluss, über den auch USB-C-Kopfhörer funktionieren, lassen sich Kopfhörer über den Klinkenanschluss auch auf herkömmliche Weise anschließen. Ihr könnt also bequem zwischen Notebook und Honor-Smartphone hin und her wechseln, ohne dass ihr einen Adapter braucht. Leider setzt Honor auch bei seinem neuen Smartphone auf USB 2 statt 3.0. Der Fingerprint auf der Rückseite ist schnell eingerichtet und funktioniert in meiner kurzen Testphase auch sehr ordentlich. Ein Druck auf die Einlassung und schon steht das Honor wieder für euch bereit. An sich handelt es sich beim Honor um ein Dual-SIM-Smartphone. Wer allerdings keine zweite SIM-Karte benötigt, kann stattdessen auch eine Micro-SD-Karte mit bis zu 256 GB Speicherplatz einsetzen. Auf dem Gerät läuft natürlich Android 7.0 Nougat mit Emotion UI. Bisher gab es schon zwei Updates, die zügig installiert wurden. An Bord ist ein High-Silicon Kirin 960 mit 2,4 GHz. Der 8-Kern-Prozessor war bisher dem Huawei Mate 9, dessen Pro-Ausführung und dem Huawei P10 vorbehalten. Egal, ob man mit dem Gerät spielt, surft oder Videos schaut, die Kombination aus Kirin 960 und der Mali G170 MP8 GPU wuppt alles ohne Probleme. Die Hardware dürfte auch noch in einigen Monaten dafür sorgen, dass euer Honor-Smartphone flüssig durch den Alltag kommt. Ihr legt also etwas mehr auf die Ladentheke, erhaltet aber dafür auch ein zukunftssicheres Smartphone. Zukunftssicher ist auch der Rest des Honor-Gerätes. Bis zu 6 GB RAM sind mit an Bord. Der interne Speicherplatz im mir vorliegenden Gerät ist mit 128 GB auch mehr als ausreichend. Bei meinem iPhone habe ich nie mehr als 60 GB gleichzeitig belegt. Und das, obwohl ich sehr gerne Videos und Fotos aufzeichne. Hierfür zeigen sich beim Honor gleich zwei Kameras verantwortlich. Die zwei 12-Megapixel-Kameras mit f2.2-Blende produzieren auf den ersten und auch auf den zweiten Blick bezaubernde Fotos. Selbst im Automodus. Ganz ehrlich, am liebsten würde ich die beiden Kameras aus dem Honor aus und in meinen OnePlus 3T einbauen. Videos werden in Full HD mit bis zu 60 Frames per Second und 4K aufgenommen. Jemand Lust auf eine Spitztour mit der Route 12? Guten Hunger euch! Oh, nicht schreiten, ist genug für alle da. Noch nicht gesehen, aber sehr viel Positives darüber gehört. Was sagt ihr? Auch dir frühlingshafte Grüße, lieber Einkaufsbahnhof. Puh, was macht denn Darth Vader da oben? Und hier ist das Objekt meiner Begierde, die Bragi The Dash Kopfhörer. Ich bin saugespannt. Ich habe nicht nur Positives, sondern auch viel Negatives gehört. Mal sehen, wie sie sich schlagen. Oh, wenn ihr das riechen könntet. Genau so duftet der Frühling. Genau so. So, wo fahren wir jetzt hin?
Auch wenn der Zepp gleich in die Kommentare hämmert. Tim, wie war das mit dem Healthy-Dasein? Das hier musste einfach sein. Irgendwie muss man den Sommer einläuten. Aber was Gesundes darf natürlich auch nicht fehlen. Langsam ist es sogar wieder warm genug, um laufen zu gehen. Leider schon zu spät für meinen Lieblingschinesen. Eine wilde Theorie wäre, dass es daran liegt, dass es kurz nach zwei ist. Das Navi hängt am Strom. Da wird jemand morgen früh einen richtig beschissenen Morgen haben. Hallo, schöne Frau. Die gezeigten Selfies stammen von einem Bad Hair, Bad Face und Bad Body Day. Trotzdem kitzelt die 8-Megapixel-Frontkamera noch ein wenig was aus dem Motiv heraus. So einen schönen Tag wie heute muss man auch mal abseits des PCs genießen, oder? Im Fotomodus verwandelt das Honor-Smartphone das Display zu einem Blitz. Im Videomodus ist das leider nicht möglich. Ich wäre aber nicht Tim, wenn ich nicht dafür das passende Gadget im Schrank hätte. Von dem Moment an, wo ich das Honor in den Händen hielt, bis zur Sekunde, bis ich es zurücksetzen musste, war ich begeistert. Kein Kamerabump, trotz Glas auf der Rückseite bei weitem nicht so rutschig wie das 3T und die Kamera braucht nicht mal einen Filter, um auf Instagram gut auszusehen. Das Honor kann auf den ersten Blick überzeugen und wird sicher sehr vielen Leuten Freude bereiten. Wer genau mitgezählt hat, weiß, dass ich genau zwei Kritikpunkte habe. Einer davon ist sehr persönlich, der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Der zweite in Form eines nicht vorhandenen Stereo-Speakers, kein Dealbreaker. Insgesamt halte ich hiermit somit mein Lieblings-Honor-Smartphone in den Händen. Wer Hashtag brave enough ist, kann ruhig zuschlagen. Ihr habt noch Fragen zum Gerät? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Tim Mohn für die Nerdbench.